Hallo, mein Name ist Simon, ich bin Redakteur bei Hoch und heute stelle ich euch Für Will von Udo Peise vor. Wir Spieler schlüpfen in die Rolle der Bürger von Für Will und der König des Landes gibt die Losung aus, unsere Stadt soll schöner werden. Wir alle sind gefordert und wir alle bauen tatkräftig mit und unterhalten sogar Unterstützung von anderen Bürgern wie der Architektin, dem Bürgermeister oder auch dem Wirt. Jeder baut hohe Mauern, prächtige Türme und Tore, um so die königlichen Erlasse zu erfüllen und die Stadt zu verschönern. Und wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Für Will ist würfelgetrieben, das heißt, wenn ich an der Reihe bin, nehme ich die Würfel, werfe sie und platziere sie auf den entsprechenden Feldern. Nehmen wir mal an, ich habe eine 3 und eine 4 gewürfelt, dann lege ich die beiden Würfel bei der Architektin ab und auf das Feld des Wirtes. Jetzt kann ich verschiedene Sachen auf diesem Plan machen. Fangen wir mit dem einfachsten an. Ich kann Bauplättchen kaufen, und zwar Bauplättchen aus der entsprechenden Spalte, in der meine Würfel liegen. Für die 3 hier, für die 4 hier. Welche Bauplättchen kann ich kaufen? Es gibt Mauerplättchen, Turmplättchen und Himmelsplättchen. Ich entscheide mich hier zum Beispiel für ein Mauerplättchen, nehme das Plättchen, lege den Würfel drauf, um anzuzeigen, dass der Würfel abgearbeitet ist und baue das Plättchen in meine Stadt ein. Das gleiche mache ich jetzt mit der 4. Hier entscheide ich mich für ein Turmplättchen. Ich nehme das Plättchen, platziere den Würfel und baue den Turm direkt in meiner Stadt ein. Im Laufe des Spiels entsteht so für jeden Spieler sein eigener Bereich, sein eigener Stadtbereich. Wie ihr seht, sind wir schon ein bisschen weiter in der Partie vorangeschritten. Vor jedem Spieler liegen ganze Stadtbereiche aus. Bei Spieler Grün haben wir jetzt gerade 5 Spalten. Das heißt, die Stadt wächst und blüht. Dass sie blüht, sehen wir daran, dass ganz viele Symbole, die der König sehen möchte und die er auch honoriert und bewertet, in dieser Stadt schon zu finden sind. Zum Beispiel kehren die Greife zurück. Ganz viele Greife tummeln sich hier am Himmel. Man sieht rote Fahnen, goldene Sterne und wichtig für jede Stadt, die Stadtwache. Das alles findet der König toll und das bewertet er. Dafür gibt es Ruhmespunkte. Und diese Symbole, diese 4 Symbole, finden wir auch wieder auf den königlichen Erlassen. Zum Beispiel hier die Stadtwache. Und wie ihr seht, mal 1. Das heißt, jede Stadtwache, die ich in meiner Auslage habe, gibt, wenn ich diesen Erlass werte, einen Punkt. Man kann auch die goldenen Sterne werten, die rote Fahne oder eben die Greife. Spieler Grün ist wieder an der Reihe, hat eine 2 gewürfelt und eine 5 gewürfelt. Jetzt gilt hier wieder diese Spalte und der Spieler Grün entscheidet sich dagegen, ein Bauplättchen zu nehmen. Es liegt einfach gerade nichts aus, was er nehmen möchte und entscheidet sich für einen königlichen Erlass, in dem Fall den goldenen Stern, nimmt er zu sich. Und jetzt wird abgezählt, ein goldener Stern, noch ein goldener Stern, 2 mal 2 sind 4 Punkte, die werden hier direkt auf der Ruhmespunkteleiste abgetragen, 1, 2, 3, 4 und der königliche Erlass wird umgedreht und kommt auf das Tableau des Spielers, zu dem Tableau kommen wir später. Den Würfel haben wir abgegolten, hier wird sofort wieder aufgefüllt. Kommen wir zum Fünferwürfel. Da liegen keine Bauplättchen aus. Das heißt, Spieler Grün entscheidet sich dafür, diesen königlichen Erlass zu nehmen und zu werten. Was ist das? Das ist ein sogenanntes kleines Stadtviertel. Das bedeutet für jede Spalte, für jede ganze Spalte, die ich habe, also Mauerplättchen, Turmplättchen und Himmelsplättchen übereinander, ergeben 5 Punkte. Funktioniert folgendermaßen. Ich suche mir eine Spalte raus, die ich bepunkten möchte, nehme ein Grasplättchen, lege das Grasplättchen unter die Spalte, die ich werten möchte, damit es markiert, dass ich diese Spalte gewertet habe. Jetzt bekomme ich die 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Drehe das Plättchen wieder um und lege es aufs Tableau. Wenn ein Spieler das letzte Bauplättchen einer Reihe nimmt, also Himmelsplättchen, Turmplättchen oder Mauerplättchen, in dem Fall diese 2 Greife, dann ist die Reihe leer. Dann wird die Reihe nachgefüllt vom Nachziehstapel, komplett wieder aufgefüllt.
Wir können uns also merken, Bauplättchen werden erst nachgefüllt, wenn die komplette Reihe leer ist. Königliche Erlasse werden sofort aufgefüllt, sobald ein Plättchen genommen wurde. Spieler Grün ist wieder an der Reihe und hat unter anderem eine 5 gewürfelt. Er entscheidet sich dafür, den königlichen Erlass zu nehmen. Hier liegt das große Stadtviertel. Das große Stadtviertel sind zwei komplette Spalten, die wir werten können oder die er werten kann und dann 10 Punkte bekommt. Wenn wir mal ganz kurz vergleichen, eine Spalte haben wir, die zweite ist leider nicht komplett. Das heißt, wir können das, oder Spieler Grün kann diesen königlichen Erlass nicht werten, aber, und jetzt kommen wir zu dem Tableau, das wir vorhin schon erwähnt haben, Spieler Grün kann diesen königlichen Erlass hier zwischenlagern. Auf dem Tableau ist Platz, gibt es 4 Felder, auf denen wir Sachen zwischenlagern können. Hier unten 2 Felder, auf denen wir entweder Bauplättchen oder königliche Erlasse hinlegen können. Hier ist ein königlicher Erlass. Und wir sehen, man könnte hier auch noch ein Bauplättchen, in dem Fall zum Beispiel ein Himmelplättchen, lagern und irgendwann im weiteren Verlauf der Partie im eigenen Zug in die eigene Auslage einbauen, wenn es denn passt, oder werten, wenn die Spalten vollständig sind. Hier oben sind noch 2 weitere freie Plätze, zu denen kommen wir gleich. Die letzten beiden Wertungen, die ich kurz erklären möchte, sind die schöne Aussicht und die Stadtwertung. Die schöne Aussicht, das ist ein 2x2 Raster, entweder Himmel- und Turmebene oder Turm- und Mauerebene. Das kann ich mir in meiner Auslage frei raussuchen. Da zähle ich dann alle Elemente, die wir vorhin gesehen haben, Fahne, Wachmann, Greif oder Stern, alle bunt gemischt und erhalte für jedes Symbol in dieser Auslage einen Ruhmespunkt. Und was ich auch noch machen kann, ich kann einen Würfel nehmen, wenn ich die große Stadtwertung werten möchte, lege diesen Würfel hier hin, die Augenzahl ist dabei egal, Fragezeichen, und kann eine große Stadtwertung durchführen. Was heißt Stadtwertung? Für eine Stadtwertung benötige ich eine spezielle Auslage, das bedeutet, ich brauche einen kompletten weißen Turm auf der einen Seite, einen kompletten weißen Turm auf der anderen Seite und mindestens ein Stadttor zwischen diesen beiden Türmen. Weißer Turm bedeutet weißer Mauerbereich, dann weiße Spitze von diesem Turm. Und jetzt zähle ich alle Bauplättchen in diesen beiden Ebenen, die zwischen den beiden Türmen liegen, beziehungsweise inklusive der beiden Türme durch. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und erhalte dafür 2 Punkte. 10 mal 2, 20 Punkte. Wie ihr seht, die Stadtwertung ist sehr mächtig. Kommen wir zu Dragomir, dem wahrscheinlich gefährlichsten und einem der wichtigsten Charaktere im Spiel. Der Drache, der neidisch ist auf den Erfolg der Stadt und der alles niederbrennt. Wenn ich oder ein Mitspieler einen Pasch würfelt, muss er die Würfel bei Dragomir ablegen. Und dann brennt alles, bei allen Mitspielern, auch bei dem Spieler, der den Pasch gewürfelt hat, brennt alle Spalten nieder, die nicht geschützt sind. Was heißt geschützt? Geschützt heißt, es gibt mächtige Regenwolken, die wir in unsere Stadtansicht verbauen, die uns vor dem Feuer Dragomirs beschützen sollen. Wenn ein Pasch gewürfelt wird, dann zählt jeder Spieler jetzt die Anzahl seiner Spalten durch. Grün hat 1, 2, 3, 4, 5 Spalten und vergleicht sie mit der Anzahl seiner Wolken. Grün hat 1, 2, 3 Wolken. Das heißt, weniger Wolken als Spalten. Oder anders formuliert, jede Spalte benötigt eine Wolke, um vor dem Feuer sicher zu sein. In dem Fall habe ich weniger Wolken als Spalten und muss 2 Spalten umdrehen. Spieler Grün kann selber entscheiden, welche Spalten er nimmt und dreht die beiden hier um. So, diese beiden Spalten brennen jetzt gerade. Was heißt das für uns? Erstmal, die gute Nachricht ist, Spieler Grün kann ganz normal weiterspielen, er kann zum Beispiel eine weitere Spalte hier anbauen oder da anbauen. Das bedeutet aber auch, auf brennende Teile der Stadt kann nicht gebaut werden, das heißt, hier kann kein Himmelsplättchen erbaut werden. Es bedeutet auch, dass diese Spalten nicht gewertet werden können, keine große oder kleine Stadtansicht. Und die Symbole können nicht gewertet werden, die sehen wir momentan gar nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, diese Stadtviertel wieder zu löschen? Da kommen wir jetzt zu den Charakteren. Anfangs habe ich gesagt, dass es Personen in Fürwil gibt, die uns helfen wollen, die Stadt wieder aufzubauen und groß zu machen.
Jede dieser Personen hat eine Sonderfunktion, die ich nutzen kann, wenn ich am Zug bin. Wenn ich zum Beispiel eine 6 würfel, dann kann ich den Magier nutzen. Beim Magier kann ich 2 brennende Stadtviertel oder 2 brennende Spalten wieder umdrehen auf ihre unverbrannte Seite. Und darüber hinaus erhalte ich einen Feenzauber. Was ein Feenzauber ist, erkläre ich gleich. Wenn ich eine 5 würfel, dann kann ich die Funktion des Bürgermeisters nutzen. Der Bürgermeister hat einen direkten Draht zum König. Das heißt, er kann nicht nur den königlichen Erlass nehmen, der direkt in seiner Spalte ausliegt, sondern jeden der 6 ausliegenden königlichen Erlasse wählen und werten oder in seinem Tableau ablegen. Wenn ich eine 4 würfel, dann kann ich die Architektin wählen. Die Architektin, die schöpft gerne aus dem Vollen. Was dem Vollen bedeutet, ich fülle alle 3 Reihen an Bauplättchen wieder auf, alle leeren Felder werden wieder vollgemacht und ich kann mir frei eines der ausliegenden Bauplättchen aussuchen, ein Himmelsplättchen oder ein Turmplättchen oder ein Mauerplättchen, das ich direkt einbaue oder in mein Tableau lege. Wenn ich eine 3 würfel, dann kann ich die Funktion des Wirtes wählen. Der Wirt ist nett, der schmeißt eine Runde. Was bedeutet das? Derjenige, der den Wirt aktiviert, also in dem Fall ich, darf sich eines der ausliegenden Bauplättchen nehmen. Entweder Mauer oder Turm oder Himmelsplättchen. Danach sind die anderen Spieler an der Reihe. Sie nehmen sich auch ein Plättchen, das sie sofort in ihre Auslage einbauen müssen. Auf dem Tableau ablegen geht für die Mitspieler nicht. Und weil ich so nett war, eine Runde zu schmeißen, darf ich, nachdem alle dran waren, noch ein zweites Bauplättchen auswählen und entweder einbauen oder, weil ich die Runde geworfen habe, in mein Tableau legen. Wenn ich eine 2 würfel, dann kommt der Dieb zum Zug. Den Dieb würde ich gerne kurz überspringen, den erkläre ich gleich. Wenn ich eine 1 würfel, dann kann ich die Funktion des Gauklers wählen. Und der Gaukler, das ist ein kleines Spiel im Spiel, das ich euch jetzt zeigen möchte. Der Gaukler ist ein Kann-Stop-Mechanismus. Ich darf so lange würfeln, wie ich möchte. Ich darf nur die 10 nicht überschreiten. Ganz einfach, ich würfel. Die Summe, die ich gewürfelt habe, sind die Siegpunkte, die ich bekomme. Die Differenz zu 10 sind die Punkte, die meine Mitspieler bekommen würden. Ich habe eine 5, das heißt, ich würde 5 Punkte bekommen und meine Mitspieler auch 5. Das will ich nicht. 5 und 1 sind 6, ich bekomme 6 Punkte, meine Mitspieler bekommen jeweils 4 Punkte. Auch das möchte ich nicht und probiere mal ein Glück nochmal. 6 und 2 sind 8, ich bekomme 8 Punkte, meine Mitspieler bekommen 2 Punkte. Jetzt kann ich es auf die Spitze stellen und hatte Pech. 11 Punkte, 11 Punkte bedeutet, ich gehe leer aus und meine Mitspieler bekommen nach wie vor die Differenz zu 10, das heißt, ich bekomme 0 und alle anderen Spieler bekommen 1 Punkt. Zum Dieb. Der Dieb klaut, keine große Überraschung, er klaut bei den Mitspielern. Bauplättchen, die schon in den Auslagen der Mitspieler eingebaut sind, oder Wertungsplättchen, die schon gewertet sind, kann der Dieb nicht mehr holen. Was er sich klauen kann, sind nicht verbaute oder ungewertete königliche Erlasse von den Tableaus der Mitspieler. Spieler Gelb, der gerade zum Beispiel dran war, könnte jetzt auf dem Tableau von Spieler Grün entweder dieses Himmelsplättchen mit einer Wolke in einem Greif klauen und bei sich ins Tableau legen oder direkt verbauen. Oder er könnte sich diesen königlichen Erlass nehmen und entweder werten oder bei sich im Tableau ablegen. Was hier liegt, kann geklaut werden. Das ist ein bisschen unbefriedigend manchmal, aber es kann auch geschützt werden. Ganz kurz hierzu noch, hier oben sind auch noch 2 freie Plätze. Dieses Rosa, das wir hier sehen, haben wir vorhin schon mal gesehen, nämlich beim Magier. Das sind die Feenzauber, zu denen kommen wir jetzt. Neben den Personen in Fürwill gibt es auch noch 2 magische Kreaturen, den Kobold und die Fee. Da wir es gerade von den Feenzaubern hatten, beginne ich bei der Fee. Wenn ich an der Reihe bin und gewürfelt habe, dann kann ich einen meiner beiden Würfel nehmen und auch bei der Fee ablegen. Ihr seht, die Augenzahl ist nicht wichtig. Was ich jetzt darf, ist einen ausliegenden Feenzauber nehmen und jetzt oder im weiteren Verlauf des Spiels verwenden. Das Einfachste sind die Ruhmespunkte. Ich nehme dieses Plättchen, bekomme 4 Ruhmespunkte, die trage ich sofort ab und werfe das Plättchen ab. Oder ich nehme diesen Feenzauber, der heißt Große Auswahl. Immer wenn ein Bauplättchen, entweder Mauer oder Turm oder Himmelsplättchen, wenn diese Reihe
aufgefüllt wird, darf ich mir aus der kompletten Auslage ein Plättchen nehmen. Oder den Feenzauber Brandschutz. Brandschutz bedeutet, wenn der Drache Dragomir kommt und bei mir etwas niederbrennen würde, wenn ich weniger Wolken habe, als bei mir Spalten ausliegen, dann kann ich diesen Feenzauber nehmen, abwerfen und bin einmalig geschützt. Und das vierte, was es noch gibt bei den Feenzaubern, ist der sogenannte Diebesschutz. Da hatten wir es vorhin davon, um nicht verbaute Bauplättchen oder nicht gewertete königliche Erlasse in meinem Tableau zu schützen, kann ich diesen Diebesschutz nehmen und auf das entsprechende Plättchen legen. Dann kann es keiner meiner Mitspieler klauen. Der zweite magische Charakter in Füvil ist der kauzige Kobold. Der kauzige Kobold ist ein wunderbarer Schauspieler, der imitiert jeden, der in Füvil lebt. Wenn ich in meinem Zug zwei Zahlen gewürfelt habe, mit denen ich nichts anfangen kann, sagen wir 5 und 2, dann kann ich die wahlweise auch beim Kobold ablegen. Ihr seht, ich kann jegliche Augenzahl hier ablegen. Dann die Figur des Kobolds nehmen und auf die Person legen, die ich genau nutzen möchte. In dem Fall wäre es der Magier. So. Was macht der Kobold jetzt? Der Kobold aktiviert exakt diese Person. Das heißt, ich kann Bauplättchen kaufen in dieser Spalte. Ich kann den königlichen Erlass nehmen aus dieser Spalte oder Spieler Grün hat immer noch zwei verbrannte Spalten vor sich liegen. Ich kann die Sonnefunktion nutzen und drehe in diesem Fall beide brennenden Spalten um. Und das Wichtigste zum Schluss, wie endet eine Partie für Will? Vorhin habe ich gesagt, dass königliche Erlasse immer sofort nachgefüllt werden. Wenn der Stapel an Erlassen aufgebraucht ist, das heißt, wenn wir die Lücke nicht mehr nachfüllen können, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und wer dann die meisten Ruhmespunkte hat, der hat gewonnen. So, das waren die wesentlichen Regeln von Füvil. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen. Ich wünsche euch verdammt viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.